Hallihallo, alle Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von wir spielen Horror Games. Und zwar ist das hier ein Part der Reihe des Adventskalenders. Und ich, dadurch, dass es mein erster Teil ist, werde ich mich erstmal vorstellen. Guten Tag, ich bin der Kenny, Kenoshio, / Kenyshio auf YouTube. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ich mache Nintendo Content. Alles Mögliche. Eigentlich mache ich alles Mögliche und nehme auch gerne andere Wünsche mit an. Ich, für meinen Teil, werde jetzt heute Start Survey als Spiel spielen, damit ihr für heute auch was habt. Ich weiß nicht, wie lange das Game geht und was das genau für ein Game ist, aber wir können einfach mal anfangen. Ich habe es auf itch.io gefunden. Hier ist eine Tür. Okay. Ich kann mit nichts interagieren, außer mit den Teilen. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ja. Hattest du einen schönen Tag? Ja, tatsächlich hatte ich einen schönen Tag. Hast du viele Aufgaben oder viel Verantwortung? Ja, ich würde schon sagen, dass ich viel Verantwortung habe. Gott, hier wird. Geil, man kann es einfach so hin. Oh mein Gott. Hab ich Angst. Huh. Fühlst du dich. Also, kommt dir deine. Kommt dir das um dich herum bekannt vor? Nein. Weißt du, wo du bist? Also. Ich jetzt gerade oder in-game? Also ich jetzt gerade weiß, wo ich bin. In-game weiß ich auch, wo ich bin, aber ich weiß nicht wirklich, wo ich bin. Also sage ich einfach mal nein. Oh mein Gott. Oh. Hattest du jemals eine Panikattacke? Ja, gerade. Ja. Hast du jemals deine Existenz hinterfragt? Tatsächlich ja, das mache ich hin und wieder mal. Aber nicht zu tief in die Materie, weil ansonsten macht es einen einfach nur kaputt und das darf nicht passieren. Wait. 9.56 Uhr, warte kurz, lass mich kurz nachgucken. Wir haben 9.56 Uhr. Glaubst du daran, dass es hier einen Gott gibt? Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass es einen Gott gibt, sondern ich glaube daran, dass es einfach erst einerseits wissenschaftlich, dass ich glaube nicht an Gott, sondern eher an die Wissenschaft. Dennoch gefällt mir der Gedanke daran, dass es vielleicht eine höhere Macht geben könnte. Deswegen bin ich auch großer Fan von verschiedenen Mythologien, wie der griechischen Mythologie, der chinesischen Mythologie. Und auch unserer Mythologie, wie dem Christentum oder dem Islam. Es gibt, also Religionen bin ich immer offen. Wirklich, ich glaube zwar an keine dieser Religionen, aber ich finde es toll, darüber zu hören und mir darüber irgendwie Geschichten anzuhören, weil mich das irgendwie interessiert. Beantwortest du diese Fragen aus freien Stücken? Ja. Certain? Was ist certain? Warte kurz, ich google das mal eben. Google-Übersetzer. Was ist certain? Ich hab noch nie. Warum wird der Regen stärker? Certain? Ist bestimmt. Bist du bestimmt? Ich würde schon sagen, dass ich bestimmt bin, ja. Nicht so richtig, nein. Wenn die Lichter ausgehen würden, wärst du verängstigt. Ja.
Have you cleaned? Fick dich. Hinter mir ist was, oder? Hinter mir ist was. Hast du deinen Tisch in den letzten Tagen aufgeräumt? Woher weißt du davon? Mein Tisch ist gerade recht unordentlich, voll mit Energiedosen und so einem Kram. Open the folder on your desk. Nee, achso, hier. Kommt dir was auf dem Folder ist bekannt vor? Nicht so wirklich, nein. Ja, soll ich... ich habe Internet-Access, aber das ist dumm, dass ich das jetzt sage. Hast du Feinde? Nein, ich habe keine Feinde. Ich habe nur Leute, die ich nicht mag. Oder die meiner Sympathie... Went missing. Wenn du plötzlich verschwinden würdest, würde irgendwer nach dir suchen. Ja? Bist du allein? Nein, bin ich nicht. Ich bin tatsächlich allein, aber wir haben gerade genau 10 Uhr. Nein. Okay. Ich guck weg. Hä? Da ist niemand. Wow! Ja, bitte. Ich will meine Zeit. Oh mein Gott. Oh. Nein, ich bin nicht relaxed. Ich bin absolut nicht relaxed. Sind deine Emotionen wahr und nicht nur programmiert wie eine Maschine? Kann man im Endeffekt nie wissen, aber ich denke ja. Ich denke mal schon. Gibt es eine Bedeutung im Leben? Ich glaube, es gibt eine Bedeutung im Leben. Ich glaube, nicht jeder hat eine, aber wenn man sich... Ich glaube, diese Bedeutung im Leben ist nicht angeboren, sondern du musst sie... Im Endeffekt gibt es diese Bedeutung, die du hast im Leben, in der Welt, im Umkreis deiner Leute, in allem. Das musst du dir im Endeffekt erst verdienen. Wenn du dir einen Erfolg aufbaust, dann hast du im Leben etwas erreicht. Und dann hast du eine gewisse Influence, eine gewisse Reichweite, anderen etwas beizubringen. Ich finde, das ist das Leuten etwas Richtiges beizugeben, auf den Weg zu geben, das ist in meinen Augen das, was man im Leben erreichen sollte. Weißt du, wer du gerade bist? Ja, tatsächlich. Weißt du, was gerade passiert? Nicht so richtig. I call it Fiebertraum. Wenn man dir die Wahrheit über die Existenz, über deine Existenz, wenn du die Wahrheit über deine Existenz hören würdest, würdest du es quasi ablehnen und hoffen, dass es eine bessere Antwort dafür gibt? Nein. Ich würde es akzeptieren, theoretisch. Tatsächlich. Das ist mein Name. Wow. Oh, okay, ich bin gerade sehr, sehr verängstigt. Wenn ich dich Fragen frage, antwortest wirklich du? Ja.
wenn ich beweisen könnte, dass du nicht sentient, also dass du nicht echt wärst oder irgendwie so, wärst du geschockt? Ja, schon. Doch, tatsächlich. Möchtest du die Wahrheit wissen? Ja. Nein. Abgelehnt. Hallo, Bruder. Schau um dich rum. Dieser Raum, diese Tür, dieser Computer, das Haus der nächsten Tür. Nichts davon ist echt. Ich habe diese Welt erschaffen. Ich habe dich geschaffen. Ich versuche nur, dir zu helfen und zu zeigen, was es heißt. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich kann dich endlich freilassen. Okay, das Game hat sich geschlossen. Unglaublich interessant. Ich habe mich einmal recht erschrocken. Ich würde aber es nicht so als Horrorspiel sehen, weshalb ich mich bei Flaschhase entschuldigen möchte. Denn das ist nicht wirklich ein Horrorspiel, wie ich finde. Aber das ist nicht schlimm. Ich werde sie einfach so schicken. Und mal schauen, ob... Ich werde einfach mal schauen, ob das so funktioniert. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen von Start Survey. Ich versuche mal ganz kurz zu Revue passieren zu lassen, was uns gesagt werden sollte. Also der Hintergedanke war, jetzt mal kurz um mein Ich und das Ich in-game zu separieren. In-game bin ich. Ich beantworte die Fragen und jemand steuert mich außerhalb des Games. In-game würde ich, also wenn ich in-game ein Bewusstsein hätte, würde ich denken, niemand kontrolliert mich, weil ich es aus freien Stücken, die Fragen beantworte. Aber das, was ich getan habe, ist alles nur etwas, was quasi vor meinem Bildschirm passiert ist. Das heißt, es könnte, was quasi das Spiel versucht mir zu sagen, ist, dass es sein könnte, dass jemand gerade mein richtiges Ich steuert. Einfach wie, als wäre es wie so ein Game. Und ich denke, ich treffe diese Entscheidung selber, weil ich einfach den Sachen folge, die ich sage und die ich mir denke. Aber es könnte auch sein, dass jemand mich steuert und quasi dieses Game spielt, obwohl ich das eigentlich, wenn ich jetzt echt wäre, gar nicht wollen würde. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt habe. Ich hoffe, ich habe es. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das gefallen. Schaut beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder vorbei und ich werde auf jeden Fall jetzt nicht das einzige Mal hier gewesen sein und seid auf jeden Fall gespannt bei den nächsten Türchen des Adventskalenders.